Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von HWK TV. Nur noch 4 Wochen, dann ist schon wieder Weihnachten und spätestens dann sollten alle Geschenke unterm Tannenbaum liegen. Falls Sie noch ein Geschenk brauchen, hier in der Galerie Handwerk der Handwerkskammer in Koblenz, bekommen Sie die passende Anregung. Kreatives, Kostbares oder Kurioses, Schönes und Schmückendes, Witziges und Weihnachtliches. So lässt sich die Winterausstellung der Handwerkskammer Koblenz zusammenfassen, die keine Wünsche offen lässt. Über 200 Kunsthandwerker und Künstler aus ganz Deutschland beteiligen sich diesmal an der traditionellen Ausstellung und geben einen Einblick in das zeitgenössische Kunsthandwerk im Land. Wir haben in diesem Jahr sehr, sehr viele schöne Schals aus Filz, aus Seide. Wir haben sehr schönen Schmuck in diesem Jahr und ich denke, das lohnt sich alle mal hier vorbeizukommen, denn hier findet jeder etwas. Und wenn Sie es nicht so schnell schaffen, kann ich heute schon sagen, dass wir auch beim Sternenshopping der Stadt Koblenz mitmachen. Das findet am 15. Dezember statt und ist bis 24 Uhr geöffnet. Über 3000 Unikate und Kleinserien aus Keramik und Glas, Holz und Metall, Seide und Leder, Gold, Silber und Edelstein, Zinn und Papier machen die Wahl für manchen Kauflustigen zur Qual. Liebhaber handgefertigter Keramik finden Gebrauchskeramik in klassischen Formen und Farben, genauso wie Stücke in modernem Design und ausgefallener Gestaltung. Die Winterausstellung findet schon seit über 40 Jahren statt bei der Galerie Handwerk in Koblenz. Und die Nachfrage beim Publikum, ich denke einfach, ist die Vielseitigkeit in dieser Ausstellung. Es gibt hier Keramik, Schmuck, es gibt Metall, es ist alles da, was das Herz begehrt. Zeitlos schön sind die Colliers aus edlen Metallen und funkelnden Steinen. Filzschaltücher in allen Farben warten auf ihre Trägerin. Extravagante Figuren, Sterne und Kugeln für den Weihnachtsbaum sind echte Eyecatcher. Auch der Künstler Clemens Pompetzky nimmt zum 8. Mal mit seinen Figuren an der Weihnachtsausstellung teil. Es ist immer ein positiver Aspekt für den Künstler und auch für die Region, dass man hier vertreten ist und hier sein darf. Geöffnet ist die Weihnachtsausstellung wochentags von 10 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Selbst am 24. Dezember können Sie zwischen 11 und 13 Uhr noch ein Weihnachtsgeschenk erwerben. Einen Überblick zu den Ausstellungsinhalten gibt's auch im Internet unter www.galerie-handwerk-koblenz.de. Wer nicht nur virtuell in die Weihnachtsausstellung eintauchen möchte, sollte ganz real vorbeischauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Eine Ausstellerin ist die Buchbindermeisterin Claudia Theuer-Krings aus Burgen an der Mosel. Und ihre Bücher sind natürlich auch zu sehen und zu kaufen. Und bis ein Buch dann so aussieht, bedarf es vieler Arbeitsschritte. Das Buchbinderhandwerk zählt zu den eher seltenen Berufen. Dabei ist es eine vielseitige, sehr abwechslungsreiche Arbeit, die dieses Handwerk mit historischen Werken zusammenbringt, aber auch die Kreativität bei Neuanfertigungen fordert. Meine Bücher sind einmalig, weil sie ganz von Hand hergestellt sind, mit wertvollen, auch recht teuren Materialien und ganz individuell gestaltet. Also jedes Buch gibt es nur einmal. Jedes Werk gibt es nur einmal, vielleicht ein letztes Mal. Das gilt besonders für den Umgang mit wertvollen historischen Beständen bei der Buchrestaurierung. Ein Aufgabenbereich, der gut ein Drittel der Arbeiten in der Werkstatt von Claudia Theuer-Grings ausmacht. Die Arbeit ist sehr vielfältig. Also es sind zum einen neue Sachen, die ich als Gebrauchsbücher herstelle für Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater. Das ist ungefähr ein Drittel. Kunsthandwerk ist auch ungefähr ein Drittel, das sind diese freigestalteten Sachen und das Restaurieren von alten Sachen ist auch ungefähr ein Drittel. Und das Schöne ist, ich kann es mir halt einteilen, wann ich was machen möchte, wann es mir in den Arbeitsprozess reinpasst. Also das ist ein sehr angenehmes Arbeiten. Bereits zum 3. Mal nimmt die Handwerksmeisterin an der Winterausstellung der Handwerkskammer Koblenz teil. Mit großem Erfolg, denn ihre Bücher sind ein wahrer Renner. Lassen Sie sich also von einer riesen Auswahl an kreativen Geschenkideen verzaubern. Bei einem Weg durch die Winterausstellung der Galerie Handwerk ist sicherlich das Richtige dabei. Ob für andere oder eben einfach mal zum selber schenken. Viel Spaß dabei und nun weiter im laufenden Programm von TV Mittelrhein.